Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Aufgebrauch-Video. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich werde schnell machen. Versuchen mindestens. Püppchen, Wildberries Wasch- und Duschcreme. Super, super, super. Und ich habe ihn auch nachgekauft. Für den Kleinen. Super. Von meinem Mann ein Duschgel. Riecht sehr männlich, der Noir. 2-in-1 Duschgel und Shampoo. Super. Würde ich auch nachkaufen. Die Make-up Wattepads sind die besten, aber ich kaufe die nur wenn die im, wie sagt man, im Angebot sind, weil die sind ziemlich teuer. So. Von Aveo ein Deo Spray, Compressed Granat, Apfel und Verbene. Frauke Ludowig ist auch dabei. Und ja, Compressed war ziemlich gut, aber es enthält Aluminium. Deswegen, wer sowas nicht mögt, dann, wie ihr seht, es ist so ein weißes Pulver, kommt raus. Aber es schützt ziemlich gut. Und weiter geht's mit Pampers. Wer mich länger folgt, weiß, dass ich die liebe. Also der kleine Mann. Sind die besten meiner Meinung nach. Ein Tee, der Mesmer türkische Apfel. Nee. Na? Spanische Fiesta Orange und Traube. Super. Schmeckt sehr gut. Für den Popos haben wir aufgebraucht diese Lilliputs, 60 Tücher. Ich habe die gekauft, weil die liebe Roses are Red, die liebe Xenia, die immer kauft. Und ich muss sagen, danke Xenia, angefixt. Und ich habe die große Packung gekauft, also mit 4 Stück. Und werde ich die auch nachkaufen. Eine Maske, die Sensitivmaske von Cadea Vera, die eigene Marke von Müller. Sehr gut und ich habe die als, wie sagt man, als Nachtcreme benutzt. Also ein bisschen dicker eingecremt und ich habe es gelassen und meine Haut war super, super, super danach, also in der Früh gepflegt, schnell angezogen und top. Eine Seife, die Balea milde Seife pure Leidenschaft mit dem Duft von Rhabarber und Erdbeerblüten. Schade, dass es nicht im Schade, dass die nicht im Standardsortiment gibt. Ich werde es mir definitiv nachkaufen. Es riecht super lecker. Windelbeutel von Baby Dream kaufe ich immer wieder nach. Was ich nicht mag an diesem Beutel, ist, dass wenn du einer rausziehst, kommen 10 raus. Aber sonst top für den Windel. Kipp. Habe ich noch ein paar da. Die sind in Ordnung, aber nicht so feucht, wie ich mir wünsche. Und die benutzen wir zum Händeputzen und so und auch für unterwegs. Noch eine Packung Pampers. Die Lilliputz 35 Wattepads sind ziemlich okay, aber ein bisschen zu dick für mich. Noch eine Packung, die Make-up, die war eine Vorteilspackung mit 25% mehr Inhalt. Wie gesagt, die kaufe ich nur, wenn die im Angebot sind. Von letztes Jahr, die Limited Edition Melon Tango Creme Seife. Ich bin froh, dass ich noch ein paar Backups hier habe. Super Duft, Cremeseife. Trocknet ein bisschen die Hände, aber ich tue mich fast jedes Mal eincremen danach. Mein heiliger Gral, den Rival de Loop Augen-Make-up-Entferner, ölhaltige, muss ich nicht zu viel sagen, liebe ich. Ein Nagellack-Entferner von Isana, den acetonfrei, kaufe ich mir immer wieder nach. Die eine Minute, wie heißt das, eine Minute Wunderampulle, es war kein Wunder für mich, also es war so mittelmäßig. Mit oder ohne kann ich auch leben, deswegen, auch wenn die noch zum Kaufen sein würde, würde ich mir nicht nachkaufen. Auch eine Empfehlung von der liebe Xenia, die 24 Stunden Hand Protection Balm Strawberry Dark Chocolate vom letztes Jahr. Ich
Ich habe mir ein paar Backups gesichert, aber ich habe die noch nicht benutzt. Das ist meine erste Pulle. Und wie ihr seht, habe sie leer. Und der Duft ist so lecker, so lecker. Ich finde es schade, dass Essence es nicht mehr im Standardsortiment gibt. Die Anti-Pickel-Thermomaske mit Salicylsäure und Zink. Ja, also bei mir ist es nur ein bisschen wärmer geworden. Nichts Besonderes. Ja, ich probiere immer wieder nach, aber so besonders fand ich ihn nicht. Super Playboy Fragrance Collection for Her, 125 ml. Es ist der ohne Alkohol von Playboy an Deo. Hat sehr gut gerochen, würde ich mir nachkaufen, aber der gibt es nicht mehr zum Kaufen. Glisco Hair Repair mit flüssigem Haubarstein Ultimate Repair Haarspitzenfluid. Sieht so aus, war in meinem Real Adventskalender, hat gar nichts gemacht, deswegen es ist noch ein bisschen da, aber ich tue es wegschmeißen, weil es bringt gar nichts. Es macht nur die Haare so ein bisschen nicht klebrig, austrocknet auch, ja, würde ich sagen. Exotic Mango Limited Edition von Rival de Loup. Reinigungstücher waren sehr gut, ein bisschen trocken, aber sonst in Ordnung. Bübchen Calendula Wasch- und Badegel. Bübchen hat tolle Produkte, hat sehr gut gerochen, sehr gut gepflegt, also gepflegt, sauber gemacht, Popos und alles, sehr zufrieden. Rival de Loup limitierte Edition Detox Maske, sehr, 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 sehr gut. Und ich bin froh, ich habe mir ein paar Backups gesichert, weil sie ist eine limitierte Edition. Schaut immer beim Rossmann, die gibt es im Angebot für 29 Cent, unschlagbar und die ist sehr gut. Endlich aufgebraucht den Gurt Seidenglanz sofort auf Vakuum, hat für meine Haare gar nichts gemacht. Deswegen, ich habe auch ein Video Review zu dieser ganzen Reihe gemacht, hat gar nichts für mich gebracht. Von The Body Shop die Ginger Sparkle Handcreme, komplett aufgebraucht, sehr gut und ich liebe diesen Duft, natürlich limitiert. Entsorgen werde ich diese Alverde Feuchtigkeit 2 Phasen Sprühkur. Es ist noch etwas drinnen, aber nee. Also für mich bringt das gar nichts. Ich habe es nur benutzt, wenn mein Haar ein bisschen Griffigkeit brauchte, weil es hat mein Haar griffiger gemacht und das war's. Aber kämmen oder so durchkämmen könnte ich nicht mehr. Also wenn ich eine Frisur brauchte und Griffigkeit, dass nicht so weich, meine Haare nicht so weiß sich fühlt, dann habe ich das benutzt. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr, weil es bringt sowieso nichts. Balea Luxury Verwöhndusche Light My Fire. Sehr gut. Eine dickere Konsistenz, würde ich sagen. Man, ja, so. Hat sehr gut gerochen. Es ist schade, das war nur in so einem Geschenkset zum Kaufen. Würde ich mir nachkaufen in groß, aber gibt's nicht. Eine Maske von Yves Rocher, die 3 Minuten Masque Fraîcheur mit Zeste de Citron, mit Zitrone. Es hat nur gekühlt, sonst habe ich keinen Effekt gespürt, deswegen nicht nachkaufen. Hallo? Von Isana die Body Lotion mit Vitamin E, mit Glycerin Feuchtigkeitspflege für normale Haut. War sehr, sehr gut und der Duft, oh, also wenn ihr normale Haut habt, bitte schaut euch diesen Produkt an. Jetzt hat es der Verpackung hat sich verändert, aber oh, der Duft, so elegant, pudrig, weich, weiblich. Alles, alles. Also wenn ihr nur ein bisschen Pflege braucht, schaut euch diesen Produkt an. Es ist einfach top. Noch eine Maske. Die Revital Q10. Straffende Pflegemaske Anti-Aging von Rival de Loup. Auch sehr schöne Maske. Habe ich auch abends als Nachtcreme benutzt. Und ja, super. Würde ich mir nachkaufen. So, weiter geht's mit die Wattepads. Alle sagen, die sind genäht und deswegen habe ich eine hier, weil ich wollte euch zeigen, ja, die sehen, ob die ein Naht haben, aber die sind nicht genäht. Na, es ist nur eine
Prägung. Also, ja, bitte nicht mehr sagen, die sind genäht und so, weil die sind nicht. Aber trotzdem sehr gut. Noch einmal Hip. Noch einmal Tempest. Was haben wir noch? Trim Matte Mousse. Eine tolle Foundation. Jetzt kann ich die benutzen. In der Farbe 30 Cent. Ich habe noch ein paar Pröbchen dabei und freue mich. Dreckspatz. Dresdner Essenz mit frisches Orangen-Vanillebad. Also für mich hat es nach Käsekuchen gerochen und das ist lecker. Wird nachgekauft. Ich weiß nicht, ob die noch gibt. Isana limitierte Edition Zeit zum Glücklichsein. Badeperlen mit Babassu-Öl. Sehr tolles Produkt. Riecht sehr lecker. Werde ich mir nachkaufen. Von AHA war Time to Revitalize Extreme Radiance Lifting Mask. Eine super tolle Maske. Also wenn ihr AHAVA-Produkte findet irgendwo oder ihr fährt, ihr fliegt nach Israel oder so, bitte kauft ihr euch diese Produkte. Das sind die besten, die ich jemals getestet habe. Die sind die alle besten. Oder Pröbchen oder so, egal was ihr habt, bitte verwenden. Diese AHAVA-Produkte sind so toll. Ihr habt so eine weiche Haut danach. Es ist große Liebe. Große, große Liebe. Schade, dass man nicht so einfach, und die sind ziemlich teuer, die kann man nicht so einfach kaufen. So, die Gliss-Kur Hyaluron Haarauffüller, sehr tolle Haarkur, sehr tolle Haarkur. Ich glaube, die gibt es noch bei Müller. Im Rossmann habe ich die nicht mehr gesehen. Es kann sein, dass ich die in DM noch gesehen habe. Also die hat geholfen, war nicht, also nicht die, ich glaube, es sind viele andere, die besser sind. Aber die ist ziemlich gut und ich habe noch ein paar Backups. Sehr toll. Balea Sense of Magic, so ein Parfum mit 30 ml, war in einer limitierte Edition. Hat sehr gut gerochen, leider nur für 2 Stunden oder so, aber trotzdem sehr gut. Dankeschön. Ups, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss Platz machen, weil ich habe zu viel aufgebraucht. So, was zeige ich euch? Essence Like a New Love, 10 ml, super, super, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Elvitar Anti-Haarbrust SOS Aufbaukur, eine Tube für eine Woche Intensivpflege. Quatsch, es hat gar nichts gebracht, ich weiß nicht. Ich komme mit diesem L'Oreal Elvital Zeug nicht zurecht. Von Rival de Lupiang Fruity Lip Balm. Der Verpackung ist so billig. So, so billig. Aber der Lip Balm war ziemlich in Ordnung. Hat ein bisschen nach Wachs gerochen, aber der hat gut gepflegt. Also besser als die Balea. Aber leider ist so eine billige Verpackung. Keine Ahnung. Hab's in einer Rossmann Box gehabt. Von Essence tue ich entsorgen den Sparkling Miracle Nummer 12. Und ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben. Der sieht so aus. Ich tue ihm auch swatchen. Und ich warte noch ein paar Minuten und ich zeige euch danach, wie der aussieht. Dann noch entsorgen den AUG First Beauty Anti-Pickle Abdeckstift. Der ist fast unbenutzt, aber der hat so eine komische Konsistenz. So klebrig und pappig und gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen tue ich ihn entsorgen. Eine Probe von Origins, die Anti-Aging Eye Cream. 5 ml, hallo. Eine Augencreme enthält 15 und so eine Probe 5 ml, das ist geil. Und das ist eine tolle, tolle Augencreme. Habe ich auch als Make-up-Unterlage benutzt, kein Problem, mein Concealer ist nicht gerutscht oder der Lidschatten oder gar nicht. Also super Produkt, würde ich mir nachkaufen, aber die sind ziemlich teuer. So, ein Sachet Balea Young, wie heißen die? Anti, wie heißen die? Anti
diese 12 Patches, Anti-Pickle Patches, ne? Diese Runde. Man tut die auf den Pickel kleben und einwirken lassen und danach nach ein paar Stunden, 18 Stunden, tut man die raus und der Pickel ist schon entweder ausgetrocknet oder ziemlich, also wenn es ein richtiger Bruno oder Emil ist, dann wird zurückgehen, ne? Also nicht mehr so in your face. So, deswegen Nachkaufprodukt. Habe ich leer gemacht, auch eine Clear Up Strip von Rival de Loup mit Teebaumöl, entfernt sanft mit Essig. Ja, bei mir, es entfernt etwas, aber nicht alles. Ich werde die aufbrauchen und dann habe ich eine Alternative gefunden. Es ist nicht so, also es, den Effekt kann man für ungefähr einen Monat sehen und ich werde euch in einem anderen Video über mehr erzählen. So, die Tüte ist leer. Und mal schauen, hat sich nicht viel verändert, aber ich habe diesen Lippenstift getragen und ich wollte euch jetzt zeigen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Er sah sehr schön aus, habe es aufgetragen und dann bin ich in Aldi, mit meiner Mutter bin ich da rein und ich habe es in so im Fenster hab gesehen, ich habe braune Lippen. Ah, was soll das? Also es war braun, also dunkelbraun, fast schwarz. Und dann habe ich das auf dem Handrücken wieder probiert und ja, es reagiert mit meinem pH. Ich habe es meiner Mutter gegeben, mit ihrer Haut reagiert es überhaupt nicht. Sie kann es so tragen, aber ich, es wird braun, dunkel, dunkelbraun. Und ja, deswegen tue ich diese Essence-Lippenstift entsorgen. Ja, das war es mit meinem Aufgebraucht. Ich wollte es schnell machen, weil sonst wird es 40 Minuten dauern. Es ist sehr, 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 sehr viel. Aber ja, wenn ihr Fragen habt oder ja, wie auch immer, bitte in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns beim nächsten Video. Mua. Tschüss, meine Lieben!